Hallo meine Freunde, heute kümmern wir uns nicht um Autos, sondern wir haben ein Problem mit meiner Sitzgruppe. Irgendwie taugt das heutige Möbel nichts mehr für einen anständigen deutschen Mann. Ihr seht, da ist die ganze Sitzfläche gebrochen. Das ist unser heutiges Thema. Ich werde euch zeigen, wie man sowas ganz schön renoviert und gleichzeitig verbessert. Am Anfang sieht es beim Auto auch nicht viel anders aus. Also wir liegen erstmal runter und demontieren das Teil. Hat unten Kreuzschlitzschrauben, 3er Philips-Kopf, müsst ihr mal wegschrauben. Zum Glück halten die ja nicht viel. Und hinten sind auch noch 2 Schrauben. Auch die kommen dann irgendwann raus. Jetzt kann das ganze Brett nach oben entnommen werden. Und da haben wir unser Problem. Ihr seht auch das ursprüngliche Problem. Hier ist der Abstand der Halter noch halbwegs normal. Die können wir nochmal retten, aber da hinten ist der Abstand so groß, dass das Brett irgendwo da auf dem Weg bricht, da sogar den Stoff schon auseinandergerissen Wahnsinn. Gut, im nächsten Arbeitsgang müssen wir versuchen, den Stoff zu retten, weil Reserven haben wir da keine. Das heißt, ich muss jetzt erstmal die ganzen Tackerklammern, wo da drin sind, entfernen. Ich nehme einen kleinen spitzen Schraubenzieher, fahre etwas unter die Klammer, lupfe sie ein bisschen an. Und wenn sie dann ein bisschen angehoben sind, könnt ihr den Rest mit der Zange machen. So, da arbeitet ihr euch jetzt langsam Reihe rum, also die ganzen Klammern raus, dann kommt Stückchen für Stückchen von dem Stoff. Irgendwann kommt man auch in die letzte Ecke. Bei den Ecken müsst ihr immer aufpassen, die sind so mehrfach gelegt und mehrfach übereinander getackert. Ja, da kommt die nächste Falte, kommt unten dran, da sitzen wieder Klammern drunter. Und noch eine allerletzte Klammer. Jetzt kann der ganze Stoff hier entfaltet werden und wir können das Holzbrett entnehmen. Die Beschläge können wir auch gleich mal demontieren. Die alten Bohrungen sehen wir ja noch. Damit die Sache das nächste Mal besser hält, machen wir jetzt so 2 Änderungen. Statt der 18 mm Platte benutzen wir jetzt eine 22 mm Platte. Das bringt schon erheblich mehr Stabilität. Und als zweites Gimmick machen wir später eine Metallschiene zwischen die Halterungen. Aus der machen wir dann auch die Halterung selbst. Wir zeichnen die Maße des alten Brettes ab. Zuerst sägen wir mal diese Kante lang. Ich habe das Maß mal genommen. Das sind 18,1 mm. Das stellen wir auf der Säge ein. Das gute Stück ist hier von der Säge. Das heißt, ich muss jetzt die linke Seite von den Zähnen nehmen und dort ungefähr 18,1 einstellen. Jetzt kommt die nächste Seite dran. Hier haben wir so ungefähr 8,1 bis 8,2 mm. Die stellen wir jetzt halt an der Säge ein, so wie eben. Ich habe zwar einen Winkelanschlag hier auf der Kreissäge, aber ich komme mit dem nicht so richtig hin mit der großen Platte. Deswegen machen wir uns das Leben einfacher und machen den Rest jetzt mit der Handkreissäge. Ich habe jetzt hier den Abstand von hier nach hier gemessen, das ist 43 mm und einen 43 mm Abstand zu unserer Linie habe ich eine Schiene montiert. Dann haben wir eine Führung für die Handkreissäge. Die gleiche Nummer an der großen Ecke hinten. Ich habe hier wieder meine Linie und da die 43 mm bis zum Anschlag von unserer Säge. Wir müssen jetzt hier die Schiene einbauen und zwar muss die genau auf die originalen Beschläge. Die muss jetzt in dieser Richtung angefasst werden, weil da muss ja nachher hier die Fläche sein zum Schrauben. Um die Leisten unter dem richtigen Winkel abzufräsen, haben wir jetzt die Fräse hier schräg gesetzt. Wir benutzen so ein Metallsägeblatt und jetzt hauen wir die auf der richtigen Gärung durch. So sieht die Geschichte auf der einen Seite nach dem Sägen aus. Jetzt müssen wir uns nur einen Ersatz für diese blöden Halter überlegen. Und da machen wir uns aus diesem Flacheisen schöne Laschen,
Da können wir dann nachher die Schrauben unterbringen. Das hält. So, die Laschen machen wir ein bisschen länger als die originalen. Dann können wir nämlich noch eine zweite Schraube unten dran platzieren. Trägt auch zur Stabilität bei. 60 ist mal ein gutes Maß. Hier sägen wir es mal ab. Und dann fräsen wir es gerade schnell gerade. Dann fräsen wir die Laschen gerade, weil gerade sägen konnte ich noch nie. Und in der richtigen Schneidrichtung fräsen. Und die gleiche Nummer auf der Gegenseite. So, dann fräsen wir die auch gerade. Die Laschen sollen jetzt hier angeschweißt werden, allerdings wäre es lieber, wenn die Naht hier und hier ginge. Deswegen muss hier ein bisschen das Eck weg. Das machen wir jetzt gerade auf dem Schleifbock, wird eh alles zugeschweißt. Der nächste Punkt, wo es ein bisschen eng wird, ist jetzt die Kante da unten. Die fräsen wir ein bisschen ab, allerdings nicht zu viel. Wir brauchen ja ein bisschen Platz für die Schweißnaht. So wird es jetzt hier reingeschweißt. Wir brauchen ja hier wieder dieses Langloch, um das nachher zu verschrauben. Jetzt haben wir allerdings ein kleines Problem. Das Holz ist ein bisschen dicker. Die Dicke müssen wir jetzt mitrechnen. Das Originalholz war 16,5. Jetzt eine Dicke von 22,5. 16,5 und 22,5 sind 6 mm. Sprich, der Schlitz muss 6 mm tiefer rutschen. So, der Abstand hier sind 32 mm und davon muss ich jetzt 6 abziehen, dann sind wir bei 26. Bei den 26 machen wir uns mal eine kleine Markierung in den Zunder. So, das ist die obere Kante von unserem Ausschnitt. Der Ausschnitt selbst hat 14 mal 8 mm. Um diesen Langschlitz zu machen, werden wir jetzt zwei Löcher bohren. Und das dazwischen machen wir mit dem 8er Fräser weg. Wenn wir jetzt mit zwei Bohrungen einen Langschlitz machen möchten, müssen die Zentren ja den richtigen Abstand haben. Hier ist jeweils ein halber Bohrer. Das gibt zusammen einen ganzen Bohrer. Das heißt, der Abstand der Löcher muss die Länge des Schlitzes, 14 mm, weniger die 8 mm von dem Bohrer sein. Da müssen wir 6 mm Abstand haben. So, das Flacheisen ist 30 mm breit. 6 mm brauchen wir für den Bohrungsabstand. Da bestimmen wir mal die Mitte. Das sind 15, weil es 30er Flacheisen ist. So, das ist die Mitte. So, und hier noch 4 mm ins Material rein, weil der Schlitz war ja unterhalb. Das war die Oberkante Schlitz. So, zwei Umdrehungen. Dann können wir die Maschine mal komplett blockieren. So, dann können wir mal mit dem Zentrierbohrer das erste Loch einfahren. Dann bohren wir direkt mit dem 8er Bohrer durch. Und das zweite Zentrum muss 6 mm davon entfernt sein. Das heißt, wir kurbeln jetzt halt hier 2 mm, 4 mm und hier kommt der 6. Und dann verriegeln wir wieder. Sowas geht natürlich nur auf einer Standbohrmaschine, weil die zwei Löcher schon überlappen. Freihand könntet ihr sowas niemals abbohren. Selbst hier auf der Standbohrmaschine oder der Fräskombination ist das Loch etwas schräg gelaufen. Macht jetzt nichts, ich bohre jetzt einfach nochmal mit dem überschliffenen Zweischneider rein. Fahre ich mit dem Fräser noch vor und dann wird es ein wunderschönes Langloch. Hinten muss natürlich wieder der Grat vom Fräsen weg. Immer zart mit einer Feile drüber. Und dann ein bisschen mit der Rundfeile brechen. So, und jetzt haben wir ein 1A Langloch. Jetzt müsst ihr das ganz genau zum Schweißen ausrichten. Weil alles, was ihr jetzt krumm schweißt, ist nachher krumm. So, jetzt heft man die Sache erstmal an.
So, jetzt ist das Ding mal so weit fest, dass wir uns da keine Sorgen mehr machen müssen. Jetzt können wir auch die Schraubzwinge hier wegnehmen. So, dann könnt ihr die Schlange mal wegnehmen. Seht ihr, hübsch ist die Naht nicht, aber für sowas reicht's. Oder innen rein setzen wir auch noch eine Naht, ist ja Platz genug. Ihr seht, durch die zusätzliche Naht innen ist das jetzt nicht mehr umzubringen. Das hält ewig. Auf der Außenseite muss das ja nachher genau plan sein, deswegen müssen wir hier die Schweißnaht abnehmen. Die eine Seite ist jetzt mal glatt, verarbeitungsfähig. Jetzt müssen wir das mal alles auf dem Holz ausmessen und den Stahl auf die richtige Länge sägen. Ich lege jetzt die zwei Bretter, also das neue und das alte, genau passend übereinander. Und jetzt zeichnen wir die Lochmarkierung auf das neue Brett ab. So, jetzt genau abzeichnen. Und das gleiche abzeichnen nochmal auf der anderen Seite. Da das Brett 6 mm dicker ist als das Originalbrett, muss ich jetzt hier 6 mm an der Seite einsparen, dass die Sitzfläche oben hinkommt. Das machen wir jetzt mit einer Oberfräse. Hier wäre 0. Jetzt müssen wir nur den Tiefeneinschlag noch so einstellen, dass wir zusätzlich 6 mm gewinnen. Das heißt, wir machen hier auf und dann gehen wir bei der Skala hier 6 mm rückwärts. 2, 3, 4, 5, 6. Hier machen wir es fest, fahren den Tisch runter und wir haben unsere 6 mm. Dann setzen wir die so an, dass sie hier gut drauf liegt. Hier sieht man jetzt, dass unsere ursprüngliche Rechnung mit den Beschlägen gepasst hat, weil hier die Langlöcher fluchten ganz genau. Jetzt zeichnen wir das auch gleich in der Lage an. Das ist jetzt die Lage, wie der Balken draufkommt, die finale Lage. Und der zweite Strich. Wir müssen den jetzt hier absägen. Also wir machen es jetzt so, ich säge es per Hand ab. Und nachdem ich es per Hand abgesägt habe, tun wir es mit dem Weißensternfräser 145 Grad zurecht fräsen. Ich säge es jetzt mit ein paar Millimeter mehr, anders geht es nicht per Hand. Ich habe mir jetzt hier mal die Kanten markiert, dann kann ich es umdrehen. Das heißt, ich muss von hier nach hier sägen. Um meine krumme Sägerei jetzt halbwegs gerade zu kriegen, habe ich es unter 45 Grad eingespannt. Und jetzt fräsen wir hier einfach so hin und her, also natürlich immer gegen die Drehrichtung des Fräsers. Wir müssen aufpassen auf zwei Höhen, weil der Fräser ist nicht lang genug. Das heißt, ich muss immer erst das obere Teil machen und dann geht es unten weiter. Dann stellen wir mal einen halben Millimeter zu. Und hier haben wir noch vollkommen Freiraum. Also. Um die richtige Länge für den Träger zu bestimmen, markiere ich jetzt erstmal am Objekt die Mitte der Schraubenlöcher. So, hier sind die Mitten. Dann seht ihr sozusagen, wie das hier schön mittig wird. So, und jetzt können wir hier das Maß bestimmen. Jetzt können wir so den Abstand der zwei Markierungen messen. 7 mm. So, wir haben ja so gemessen. Wir müssen aber die Diagonale kürzen. Das heißt, ich muss die gemessenen 7 mm durch Wurzel 2 teilen. Dann kommen wir so ungefähr auf 5 mm. Das war mal die Nullstellung. Wir stellen mal einen weiteren halben Millimeter zu. Da der Fräser nicht lang genug ist, müssen wir erst die obere Ecke wegfräsen und dann können wir die untere Kante wegfräsen. Jetzt machen wir ein bisschen Öl drauf, weil es wird schon heiß werden. Und im zweiten Durchgang machen wir dann die untere Hälfte.
So, jetzt passt die ganze Geschichte. Also können wir die Lasche machen. Machen wir die zweite Lasche jetzt auch rein. Innen setzen wir natürlich auch nur eine hübsche Naht. Mittlerweile haben wir auch die zweite Lasche dran. Jetzt können wir mal alles zusammen ausprobieren. Hier hinten haben wir die 6 mm zusätzlich, hier vorne noch nicht. Ich habe die Halter jetzt mal mittig montiert. Dann können wir das Brett mal anpassen. Und ich zeichne die Position ab, wo ich fräsen muss. Bei diesen Fräsungen kommt es ja überhaupt nicht auf Präzision an. Es muss ja nur der Platz frei sein. Machen wir es uns einfach, machen wir es gerade frei Hand. Seht ihr, so passen die Dinger. Spitzenspiel ist ja nicht schlecht. Das Brett sitzt jetzt vollflächig drin. Ich mittel es aus und dann zeichne ich unten die Löcher für die Schrauben an. Das sind ja nur kleine Holzschräubchen, die das Brett vor dem Davonlaufen sichern. Die Winkel werden ja mit so kleinen Schräubchen da festgeschraubt. Jetzt müssen wir mal schauen, was für Löcher wir da bohren müssen. Der Kern hat hier einen Durchmesser von 2,3 mm. Das ist Spanblatt, also können wir auch 2-3 bohren. Ich bohre sowas immer ganz gerne auf der Standbohrmaschine, weil dann bin ich mir sicher, dass ich nicht durchbohre. Ankern, dass der Bohrer auch sein Ziel findet. Damit das Brett und auf dem Träger nicht wackelt, machen wir noch zwei kleine Schräubchen rein. Die setzen wir hier einfach ungefähr in die Position. So, dann bohren wir mal die Löcher für die zwei Schrauben. Ich habe Senkschrauben gewählt. Das heißt, ich mache jetzt auch gleich, das Material ist ja dick genug, eine entsprechende Senkung rein. Jetzt verschwindet die Schraube vollkommen im Material. Bohren wir die hinteren Löcher auch noch schneller. Damit es auch hübsch ist, wo keiner hinschauen kann, lackiert wird es natürlich ein bisschen. Hat aber den Vorteil, dass man sich nicht immer so dreckige Finger holt, wenn man dran langt. Nachdem die Holzarbeiten mal soweit fertig sind, müssen wir das Polster machen. Das ist die Seite, wo der Popo drauf kommt. Die legen wir jetzt so auf den Tisch. Das heißt, das ist die Rückseite. An dem Schaumstoff erkennt man auch, welches die obere Seite, also das ist die Popo-Seite, und das ist die Seite, wo das Holz hinkommt. Legen wir auch wieder in der entsprechenden Richtung drauf und mitteln das aus. Man sieht ja die alten Abdrücke, an denen könnt ihr euch orientieren. Danach kommt das Brett oben drüber. Nach der Ausmittlung muss der Stoff auf beiden Seiten gleich sein. So, ihr seht, der Stoff passt jetzt überall so einen Zentimeter drauf. Das langt. Man darf nicht allzu stramm ziehen, ein klein bisschen dürft ihr ziehen, aber nicht allzu stramm, sonst reißt er nachher. So, jetzt setzen wir hier, wenn der Stoff mal an der Kante liegt, in der Mitte eine Klammer. Immer mit einer Klammer anheften, wie beim Schweißen. Und gegenüberliegend. So machen wir weiter, weil wir müssen an allen Seiten anheften, sonst verzieht sich der Stoff. Nachdem wir alles geheftet haben, von der Mitte nach außen. Irgendwann sind wir dann an der Ecke. An der Ecke übernimmt er jetzt im Wesentlichen die Originalfalte und dann legen wir die hier so rum. Bei der nächsten Ecke machen wir das ein bisschen so, dass wir mit unserer Schiene genügend Platz haben. Seht ihr, wir haben die ganzen Ecken gemacht, die Schienen sind jeweils frei, die Auflagen, da passiert nichts und für den Popo sieht es jetzt wunderbar aus. Jetzt kann wieder alles zusammen, was zusammen gehört, unser schöner Träger. Machen wir erstmal alles locker zusammen und erst wenn die letzte Schraube drin ist, ziehen wir das alles zusammen. Warum es eigentlich keine Hebebühnen für Eckbänke gibt, weiß ich auch nicht. Müsste halt drunter liegen wie früher die Autoschlosser.
Jetzt schauen wir uns das Ganze mal wie ein Mäuschen an, von unten, und ihr seht, so sieht es aus. Hier sind die Halter links und rechts und hinten ist unser neuer Querbalken. So sieht unsere fertige Eckbank wieder aus, wie neu, aber der Unterschied zu neu, jetzt hält sie auch mich aus. Das war mal wieder ein ganz anderer Film, aber ab und zu muss man halt auch was anderes als Autos reparieren. Also, tschüss, bis zum nächsten Video.